eingediegene Sattelbüro und herzlich willkommen zu einem Unboxing-Video. Wer hat das gedacht, Freunde, dass bei mir auf dem Kanal sowas auch mal kommen mag? Ich sitze hier nämlich auf meinem neuen Gaming-Sessel, ja, Freunde. Den habe ich mir gegönnt, ist hier keine Produktplatzierung, von daher, vielleicht, wer es erkennt, später im Verlauf des Videos, welche Marke es ist, kannst du mal in die Kommentare reinschreiben. Von daher werde ich hier keinen Namen aktuell mal nennen. Habe ich mir von meiner eigenen Kohle gekauft. Und was haben wir hier? Ein richtig heftiges Paket. Da kann ich mich selber schon draufsetzen auf das Paket. Ich würde sagen, wir machen einen kleinen Szenenwechsel, damit ich das hier besser einfangen kann. Von daher, so, Freunde, hier Kamera auf Stativ raufgepackt. Ich hoffe, dass hier alles so gut beleuchtet ist. Bei meinem Zimmer irgendwie platztechnisch jetzt ein bisschen ein Problem. Allerdings muss ich dazu sagen, hier ist ein Do Not Cut Symbol drauf, wer es erkennen kann. Aber wir sind ja geübte Handwerker. Von daher werde ich das mal seitlich, ich habe schon ein Messer bereit gerichtet, da mal aufpacken und schauen wir mal, was denn ein gutes Stück drin ist. So, schauen wir mal. Boah, die Kartonschacht ist richtig, richtig heftig. Das Paket war mega schwer. Ich habe das raufgeschleppt in den obersten Stock. Was haben wir hier einmal? Das Drehkreuz, beziehungsweise eben das Sesselkreuz, Stuhlkreuz, whatever. Legen wir mal zur Seite. Hier einmal ein Zwischenkarton. Ach du heilige Scheiße. Oh mein Gott. Huh. Krass, da dürfte die Rückenlehne sein. Das ist ja der so im Racing-Design, Freunde. Gebt euch mal das Ding. Leck mich am Arsch. Jetzt blende ich natürlich erst recht richtig fett das Logo ein. Aber wie gesagt, ist von mir selber gekauft. Es ist auch richtig heftig verarbeitet hier mit so richtigen Klammern montiert. Das Plastik ist irre laut, das ist wahrscheinlich richtig, richtig hässlich. Ah, geil! Endlich mal ein Stoffbezug, ja. So Teilleder wäre auch geil gewesen. Ich habe jetzt aktuell bei meinem Billigsessel so eine Art, ich sag mal, Teilleder, ja. Das ist aber jetzt ein reiner Stoffsessel. Der fühlt sich schon richtig gut an. Heftig. Auch die Verarbeitung. Schaut euch mal die Nähte an. Ich meine, alter Schwede, was ist da los? Ja, ich glaube, mittlerweile hat jeder die Marke erkannt. Einer der beliebtesten, glaube ich, Gaming-Stühle in der obersten Preiskategorie. Ah, was haben wir noch? Ah, die zusätzlichen Polster. Also einmal Nackenpolster hier und einmal Lendenwirbelpolster hier. So, das Herzstück des Sessels. Boah, Alter, ist das schwer. Eben der Sitzbereich. Was mich am meisten überzeugt hat bei dem Ding zum Kauf, ist die seitlich verstellbare Armlehne. Heftig, Freunde. Das ist hier mit dicken M8 Imbusschrauben montiert. Boah, oh mein Gott. Was für ein Kraftakt. Die Verpackungsmaterial lassen wir alles gleich drin in der Schachtel. Boah! Alter Schwede, gebt euch mal die Verschraubung hier. Das ist irre. Ich hoffe, das ist auch einfach zu montieren, weil ich kenne es von meinen anderen Sesseln, die ich aktuell in Verwendung habe. Das ist der größte Scheiß zu montieren. Oh mein Gott, ich bin jetzt schon außer Atem. So, hier haben wir noch. Das ist noch angeklebt hier. Hier haben wir die ganzen Montage. Relevanten Sachen drin. So, ich mache mir jetzt ein bisschen Platz. Man sagt immer, echte Männer brauchen keine Bedienungsanleitung. Das ist alles nur Stecksystem. Hier sind auch so Blenden seitlich. Oh, Freunde, Freunde, Freunde. Ich würde sagen, ich bringe das jetzt mal ein bisschen in Ordnung. Das ist alles hier schön. Ah, hier für den Gaszylinder. Die Abdeckung. Was haben wir noch? Ich packe das alles jetzt mal aus. Der Zylinder selber, was für ein Big Black, das ist eklig, Freunde, lass das, no homo an der Stelle, so, jetzt haben wir noch Rollen, 5 Stück, 3 und 2 mal 5, alles hier schön eingepackt, alles raschelt wie Seuche, sagen wir, montieren gleich mal die Rollen, so. Das ungewöhnlichste Unboxing überhaupt. Von oben drauf, ich sitze hier im Schneidersitz. Und ihr könnt hier aus der Draufsicht perfekt verfolgen, wie der liebe Domi das macht. Einmal, zack.
So, bam. Das ist schon mal richtig hardcore hier. Was haben wir noch? Ah, die Teile. Die benötigen wir auch gleich noch. Einmal. Ich gucke jetzt auch mal, ich muss mal auf den Schummelzettel gucken, ne? Das kommt hier so rein. Und das hier oben drauf. Alles klar. Das war's schon, oder was da los? Hallo? Jetzt brauche ich ein bisschen Unterlage. Weil sonst zerkratze ich mir hier den Parkettboden. Wir nehmen einfach nochmal die Schachtel. Und schrauben, legen das Ding hier drauf. Dann ist es nicht direkt am Boden. Aber ich schraube zuerst ein Unterteil drauf und dann erst die Rückenlinie drauf. Weil sonst, dann, wenn ich das nachher im Gesamten umdrehen muss, Freunde, ist das meiner Meinung nach eher komplizierter als einfacher. Ah, Front. Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. So, dann benötigen wir mal Werkzeug. Das wäre einmal das hier. So, hier auf der Schachtel kann das so halbwegs noch stehen. Dann haben wir hier die Rückenlehne. Ist jetzt ein bisschen hier, lese mal zur Seite hin. Habe ich noch Platz. Da müssen auch die Schrauben raus. Wieder M8. Wahnsinn, M8 Schrauben. Das kann ich mir gerade gar nicht vorstellen. Der Stoff fühlt sich auch sehr elastisch an. Sprich, das ist bestimmt kein so ein Scheißdreck, der gleich mal reißt oder nachgibt nach einigen Monaten Sitzen. Die Online-Bewertungen waren auch mega bei dem Teil. Was man bei solchen Stühlen rezessionstechnisch nicht oft liest. Perfekt, ist mir die Schraube reingefallen. Alles klar, Kollege? So, ich habe jetzt mal die Schrauben abmontiert hier, die dazugehören. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an, wie das denn hier drauf gehört. Ich vermute mal einfach so. Aber es ist auf alle Fälle einfacher zu montieren, als bei meinem vorherigen Sessel. Gamingstuhl, whatever, wie man es halt nennen mag. Ach, das gehört da runter gedrückt hier, moin. Hier nochmal. Ich ziehe das alles handfest an, mit ein bisschen Nachdruck, sage ich jetzt mal. Und ich habe zwei Schrauben angezogen, mir ist sofort aufgefallen. Der ganze Stuhl hat schon eine Stabilität angenommen. Ja? Das ist richtig krass, weil ich musste zum Beispiel bei meinem derzeitigen Ding musste ich feststellen, dass die Rückenlehne erst Stabilität bekam, als die Armlehnen daran verschraubt wurden, Freunde. Da war auch an der Unterseite so ein dickes Metallteil. Aber halt bei Welten nicht, so wie hier. Also das ist richtig auch so versteift ist außen, ist alles so Flachmetall. Ich habe übrigens bei meinem derzeitigen Stuhl nach ungefähr einem Dreivierteljahr mit der Flex, also mit dem Winkelschleifer für die ganzen lieben deutschen Zuseher, nachschleifen müssen, beziehungsweise selber unten das Metallstück abschneiden, ein Stück, so 5 mm ungefähr in der Breite, damit, weil das gequietscht hat. Unten auf der Auflage, wo die Rückenlehne angeschraubt wird. Das war richtig, richtig schlimm. Dann Plastik. Oder auch nicht. Wie geht das drauf? Hallo? Das Zeug hält übrigens auch extrem viel aus, ist mir aufgefallen. Was ja schon mal positiv ist, ne? So, eine Seite, das ist ein bisschen hier mit Handgefühl, ne? Angeklopft. So, das Ganze hier schön stramm montiert. Wunderbar. So, das Größte und Schlimmste hätten wir geschafft.
Dann mache ich nochmal Platz hier. Jetzt kommen wir zum Thementeil, wo es mal interessant wird, denn die Hochzeit, so quasi, wo jetzt das Ganze zusammengeführt wird. Wie mache ich das jetzt am besten? Wenn das eine zu schwer ist, nehmen wir das leichtere und pflanzen sie einfach drauf. Das war auch für die Hochzeit, das ist nur ein Stecksystem. Bam! Oh mein Gott! Aber ist das so niedrig oder bin ich nur ganz unten aktuell? Ah! Freunde, ich kam jetzt gerade auch ins Schwitzen, wie man unschwer erkennen kann. Leck mich am Arsch. Ist das erste Probesitzen, Beleuchtung des Lebens, das erste Probesitzen auf meinem neuen DX Racer. Jetzt kann ich den Namen mal rausballern. Geil. Mein lieber Scholli, wenn das nicht geil ist. Geil, Freunde. Geil, 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 geil. Heftiges Gerät hier alles. Also wenn das kein Standard ist, dann weiß ich es auch nicht. Ich bin mega, mega gehypt um das Ding und freue mich auf die nächsten Zockenstunden, auf den nächsten Livestream und auf alles weitere auch. Aber die Rollen sind wirklich nice. Ich dachte, Metallrollen kratzen am Parkettboden, aber das ist überhaupt nicht wahr. Das finde ich richtig, richtig Bombe, um ehrlich zu sein. Hintergrund, Bett, bisschen und so, Unordnung. Ihr wisst Bescheid, sind doch Jungs. Boah, mir ist wirklich heiß. Ich habe auch einen Pullover an, muss ich dann wegmachen. Freunde, mein allererstes Unboxing-Video auf meinem Kanal. Wenn es euch denn gefallen hat, dürft ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ich bin jetzt fertig. Ich werde jetzt zocken mit dem Ding. Oh, heftig ist das geil hier in dem Sessel. Leck mich doch. Krass, Freunde. Dann würde ich sagen, wenn ihr neu seid, dürft ihr gerne auch ein Abo da lassen. Weitere Videos folgen natürlich. Ihr könnt ihr natürlich hier noch Videos auschecken, hier auch abonnieren, klicken. Das nicht vergessen. In deinem Sinne bedanke ich mich. Bis zum nächsten Mal. Pause zum Trinken. Ich bin raus. Tschüss, ciao. Bye, bye.